Songs raten mit Julia und Ju, das machen wir jetzt hier noch. Let's legging los. Und deswegen... Weil ich mache dann mit, weil ich bin ja übelst gut. Deswegen machen wir heute Songs rückwärts mit Julia. Boah, wie Gangster ich aussehe. Ah, so cool, das ist unglaublich. Das ist einfach der Wahnsinn, oder? Das ist der Wahnsinn, einfach so heftig. So die Augenringe, die bringen auch so einen richtigen Vibe mit sich, so. Aha, aber so hat jeder Augenringe. Guck mal. Ja, aber ich sehe aus wie so eine Mörderpuppe. Ich weiß nicht, ich finde, dir stehen Augenringe. Cool, danke. Nett. Gibt dir so ein bisschen druggy Vibes, ich finde das cool. Wow! Oh. Heute ist der 17.12., ein ganz besonderer Tag für Eternal God, denn wir droppen finally unser drittes Motiv, das ich gerade anhabe. Boom! Koya. Und der kleine süße Fennec hier heißt Finn. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis dieser Pulli fertig geworden ist. Warum? Weil es eine Eigenproduktion ist. Das heißt, es wurde genauso angefertigt, wie wir es haben wollen. Wieder sehr oversized, kuschelig, warm, perfekt für den kalten Winter zum Kuscheln. Hier ein neues Eternal God Logo in einem ganz anderen Stil. Und ja, was soll ich sagen? Greift zu, liebe Freunde, eternalgod.de. Tolle Mucke. Willkommen zu einem neuen Video mit Julia Beautix. Sechs Sekunden, eine Songs, der rückwärts abgespielt wird. Es gibt keinen Punkt, wenn ihr den Namen des Künstlers und den Songnamen erratet. Ja. Yeah. Achso, es gibt einen Punkt. Ich bin cool und fresh. Wie ein, es gibt einen Punkt. Tongeschäft. Yo. Oh. Okay, man muss Name und Song. Also ich werde übelst alles zerreißen. Mir übelst Musik. Und so. Ich bin da so gut drin. Okay, guck mal, die Sache ist, ich bin da eigentlich voll schlecht drin, aber in dem letzten Video, wo ich gegen dich gekämpft habe, in deinem Video, ne, hier ist auch nochmal verlinkt, falls ihr es nochmal sehen wollt, so, ist mega krass. Ich habe so abgesahnt. Ja, weil ich einfach noch schlechter bin als richtig, du. Guck mal, da, jetzt zuckt mein Auge. Meine Wange, nein. Siehst du das? Ja, da ist ein kleiner Goldfisch. Es zuckt einfach, meine Wange zuckt, seit 4 Tagen. Ist nicht gut, glaube ich. Du musst zum Arzt gehen. Nein. Doch. Nee. Nee. Lass einfach weiter zu. Okay. Warte, aber wenn ich es jetzt weiß, dann drücke ich auf Stopp. Ja, da ist eine Leertaste. Okay. Die macht bekanntlich Stolp auf YouTube. Despacito, oh Mann, Alter, er war ein bisschen schneller. Ich war noch gar nicht bereit. Ich dachte, das geht noch gar nicht los, aber das war wohl. Aber er hat den Künstler nicht gesagt, ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt. Richtig, ja. Glaube ich. Wow, voll fancy gemacht für mich, wie bei Wer wird Millionär? Ist er. Ah, Luis Fonsi war das. Okay, er hat für den Songtitel 1 Punkt bekommen. Künstler werden noch 1 Punkt. Okay, verstanden. Okay, das bist geht. Du bereit? Ja, für den nächsten Song. Jetzt bin ich jetzt bereit. Bist du wach, jetzt bin okay. Ich drin. Du darfst auch Leertaste drücken. Justin Bieber ist das. Das ist Justin Bieber mit Kid Cudi. Kid Cudi, guck mal, wie wenig ich gehört habe. Kid Cudi, Justin Bieber. Ich weiß leider nicht mehr, wie das Lied heißt. Dieses eine. Das eine einzige, was er hat. Aber guck, eine Sekunde. Der Punkt geht an mich. Also einer zumindest. Einer geht an mich. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie heißt das? Das war so ein TikTok-Ding. Keiner von euch weiß es. Stay, Kid Laroi. Stay, war das... Ach, der heißt gar nicht Kid Cudi. Kid Laroi war das. Lol. Ich war dran! Ach so. Stay von Kid Laroi und Justin Bieber. Haha, mir ist es nicht eingefallen, aber du hast es gesagt. 2 Punkte wohl dann jetzt, ne? Die Leertaste hast du gedrückt. Das ist, glaube ich, das meiste. Hä, aber warum hat Julian auch 1 Punkt bekommen? Sie hat jetzt beide gesagt. Gehört Lied des Jahres, oder? Ich glaube, cool und fresh ist drüber. Ja, bis auf das. Ah, das ist Dua Lipa mit, wie heißt scheiße, Dua Lipa. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie das Lied heißt. Ich hab auch keine Ahnung. Ist es nicht One Kiss oder so dann? One Kiss. Sagen wir jetzt einfach, ne? Ja. Auch so gemeinsam. Ja, genau. Klar, One Kiss. Jeder kriegt einen halben Punkt, wenn es richtig ist. Ja, One Kiss! Guck mal. Kevin Harris ist egal, oder? Warum Kevin Harris. Niemanden juckt's. Ja, immer schon nice. Kevin Harris auch? Das war Kevin Harris. Ich hab gar kein Bild von Kevin Harris. Du hättest mir sagen können, diese Palme ist Kevin Harris. Singt der auch nicht, aber ist DJ? Nein, Producer. Der ist so Knöpfedrücker. Der knüpft aber keine Drücke. Was? Ey, ist zu spät, ist zu spät. Hä, was ist mit ihm? Ist er jetzt so alt wie ich langsam? Tilo Sehnsucht vielleicht? Ja, genau. Der war sehr schnell, aber naja. Nee, das war nicht Sehnsucht, oder? Ich sag jetzt einfach Tilo Sehnsucht. We made it, ja, das meinte ich. Gar kein Punkt, aber auch kein Punkt für dich, ne? Ja, aber Hauptsache kein Punkt für dich. So bist du, ne? Ja. Wenn ich an der Klippe stehen würde, nein. Britney Spears. Boah, okay. Alter, das war sehr schnell. Nicht Hit Me Baby One More Time, das andere. Doch.
Och Mann, Alter. Och du Scheiße. Das meinte ich. Du kriegst keinen Punkt. Aber ich habe doch wenigstens Britney Spears gesagt. Und ich habe zumindest Tilo gesagt. Ja, scheiße. Ja, siehst du, ne? Du machst die Regeln auf. Oder wir kriegen beide einen halben Punkt. Bringt ja aber auch nichts. Ist ja trotzdem die gleiche Zahl. Aber lässt uns besser fühlen, weil die Zahl höher ist. Okay, wir kriegen beide einen halben Punkt. Keine Ahnung. Hä? Das war ja viel zu kurz. Keine Ahnung, was das war. Keine Ahnung. Ich dachte erst... Elif? Habe ich, glaube ich, noch nie einen Song von gehört. Upsi. Das wäre... Ich finde die aber cool, aber ich habe noch nie einen Song von der gehört. Diese Celine? Celine? Selena Gomez? Nee, Celine. Celine 102 Celine oder sowas. Celine Dion? Nein, die Deutsche. Die mit den Tränen aus Kajal. Weck mich auf, wenn Outcast wieder Roses singt. Oh, stimmt, weil ich dachte die ganze Zeit, die Stimme kenne ich. Elif, auch sag eine doch, gesegnete Sängerin. Ey, ich bin voll durch gerade. Ich kann nicht so lange mit dir abhängen, Julia. Entschuldigung, musst du aber. Umbrella von Rihanna. Ach, boah. Mann, Alter, ich kann gar nicht so schnell reden, wie die denken. Was? Oh, du bist gut. Oder? Ja. Oh, die ist übel gut. Ja, ja das toll. Kann nicht dein Ernst sein. Boah, ist auch dieses so. Musikvideo, guck mal, was das für Effekte sind. Ja, über Kacke, aber der Song ist echt strong. Ja. Ne? So alte Songs, die auch so eine Milliarde Plays haben, die sind so, weiß nicht. Immer die besten. Ja, auch so ikonisch schon. Es ist spät, Leute. Spät, ich werde sentimental bei Rihanna. Backstreet Boys. Hit me, baby, one time. Oh, wie heißt das denn? Ich weiß gar nicht, wie diese Lieder heißen. Heißt das Bye, Bye, Bye? Das heißt doch nicht Bye, Bye, Bye. Ist das Bye, Bye, Bye? Ich glaube schon. Nein. Oh, lol. NSYNC. Oh, lol. NSYNC, ich ob. Jedes Mal verwechselt man diese beiden scheiß Boybands. Jetzt reicht's mir. So. Ja, ja, ihr zu Hause nicht. Aber normale Menschen verwechseln das. Ich dachte ja, safe, das wären die Backstreet Boys. Ich weiß auch gar nicht, wer NSYNC ist. NSYNC. Nee, kenne ich auch nicht. Aber anscheinend kenne ich sie doch, weil das Lied kenne ich auch. Aber ja, du hast trotzdem keinen Punkt. Halben doch, halben. Bin doch bei Tilo bei dem Namen. Haben wir auch gesagt halben? Ja. Na gut. Shakira. Hört sich an wie Shakira. Das klang auch nicht wie Englisch, oder? Es ist Shakira. Ja, Shakira, deutsche Shakira. Hä? War doch ganz klar. Es war doch absolut klar, dass es deutsche Shakira ist. Lena, klar, kennt man. Nee. War halt. Oh, scheiße, ey, scheiße. Halt sehr englisch. Ah, Satellite. Boah, den Song kennst du gar nicht, weil du noch so jung bist. Doch. Nee, ich glaube, den kennst du nicht. Dann sing mal. Love, oh love. No, 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 cheat, you wanna truly, na, na, na. Voll crazy, wie sie da gesungen hat und wie sie jetzt singen. Einfach komplett anderer... Anderer Mensch einfach, alles ja. Anders. Kriegt ihr mal einen Punkt? Nee, ne? Doch, ich. Warum? Einfach so. Nee, für solche Aussagen kriegst du einen Minuspunkt. Oh. Muss ich wieder aufpassen. Sommergewitter, Paschanim. Ich helf dir auch noch. Ja, aber muss ja nichts sagen. Sommergewitter. Krieg ich jetzt einen ganzen Punkt? Ja. Die ganze Nacht. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich kenne das Lied, aber ich hätte nicht gewusst, wie er heißt oder wie das Lied heißt. Butterfly Dolphin. Ja! Guck mal, da freust du dich. Ist euch aufgefallen eigentlich, dass beim letzten Video mit Ju und mir, dass ich gewonnen habe? Ist euch das aufgefallen? Und dass Ju nicht geschummelt hat? Ich hab's halt gemacht, ne? Ich hab's halt einfach gemacht. Das ist einfach passiert. Ich auf einmal, ne? Bist du happy, weil du gewinnst. Toller Tag! Pokerface, Lady Gaga. Alter, ja, ich wusste. Boah, das war so gut. Ich stand so auf dem Schlauch. Auch. Nein. Boah, es war nicht fair. Ich bin richtig am Versagen. Tolles Video. Das macht Spaß. Pokerface. Ja. Jeez, wie viel steht's gerade? Oh, sieht nicht so gut aus für mich. Nina Schub. Nina Schub. Nein, das ist Cool and Fresh. Laber nicht. Das ist safe Cool and Fresh. Das ist deine Stimme. Ja, das war ich. Ich sag Nina Schuba. Nein, laber. Oh, lol. Ich hab das eben noch gemacht. Hör, Julia gewinnt auch gerade. Die hat 5 Punkte. Was passiert denn? Rap so aus Joke. Du hast das halt produziert. Ja, scheiße. Kriegt einen Minuspunkt. Ja, bitte. Shame on me. Ich erkenn's. Willst du alleine weiterspielen? So. Ja, geh einfach. Ich gehe mal hier hin. Atemlos, Helene Fischer. War das Helene Fischer? Oh ja. Ich glaube, das war Helene Fischer. Keine Ahnung, was für ein Lied das war. Helene Fischer, Atemlos. Ich würde so einen Punkt kriegen. Ja, guck. Whatever. Ey, komm, gib mir den Punkt. Weil er und ich, wir sind alt. Hä? Ich hab
gesagt, du hast aber das einzige Lied genannt, was du von ihm kennst. Das ist sogar falsch Außerdem gewesen. Heißt das Lied Atemlos, nicht Atemlos durch die Nacht. Hey, Helene Fischer ist krass, ne? Voll die Geile. Warst du schon mal beim Konzert? Nee, du? Ja. Manchmal merke ich, dass wir... Boah, ich glaube, ich würde auch mal zum Helene Fischer Konzert gehen, sage ich euch ganz ehrlich. Das würde ich mir einfach mal angucken wollen. So ein Thema ist das. Also voll in unserer Bubble leben, sehen wir auf YouTube, oh, Helene Fischer, okay, interessiert das nicht so viel, ne? Aber die macht trotzdem Stadien voll und hat auch mehrere Mal hintereinander in derselben Stadt. Aber die interessiert, glaube ich, sogar mehr Leute als du. Ja, das ist natürlich klar, Helene Fischer stellt uns alle, die lacht über uns, was wir machen. Die ist auch, glaube ich, die neuntbestverdienste Frau der Welt. Mhm. Apache Roller. Da kommen meine Punkte. Eigentlich ist zu Ende. Da kommen meine Punkte. Roller, Apache. Nee, du darfst sagen. Sie machen Fototaschenplatz. Das habe ich null erkannt. Eiskalt. Erkannt. Doch, ich Hast du es erkannt? Ja, ich dachte so, boah. Aber dann sag doch einfach mehr, als falsch sein kannst du ja nicht. Ja. Bisschen was trauen einfach. Ich trau mich mal. Nicht mehr. Guck mal, ich bin so voll in mich gekehrt so. Ja, das. Irgendwann traue ich mich gar nicht mehr. So wie in der Schule damals. Chemie, ja. Damals habe ich nie was gesagt. Ich auch nicht, aber ich wusste auch nicht. Das ist was anderes. Ich wusste zum Beispiel ganz viel. Ehrlich? Nee. Ich habe 5 Minus gehabt in Chemie. Oh. Ich habe immer noch auf die Uhr geguckt, bis es endlich vorbei ist. Und ich dachte immer, ich habe 2-3 Mal ganz am Anfang was falsch gesagt, dann habe ich gar nichts mehr gesagt. Bevor man halt die Zeugnisse bekommt, ne, und der Lehrer sich ein Bild macht, ja. Ne, ein finales Bild macht, habe ich noch einmal aufgezeigt. Und? War falsch. Das ist Mark Forster. Au revoir, Mark Forster. Ja, safe. Das könnte Mark Forster sein. Gib mir den Punkt, bitte. Please not. Yeah. Aber du hast das Feature nicht gesagt. Ja, stimmt. Sido. Sido. Sido, ja. Sido. Eminem Rap God. Das hört sich ja rückwärts genauso an wie vorher. Oder? Eminem kennst du auch nicht mehr, oder? Doch. Ja, ich bin sehr jung. Kennt man auch nicht mehr, wenn man so 17 ist. Nina Chuba! Whiteberry Lele, ja. Schicksalade. Boah, ich hole auf wieder, ich bin voll am Start. Das Video macht so viel Spaß, Alter. Geh mal weg mit deinen Fingern hier. Geh mal weg. Nee, weg. Du hast nicht. Outcast. Sorry, Roses. Outcast. Roses. For real. Hey, ja. Aber das Miss Jackson oder heißt es Roses? Outcast gesagt. Miss Jackson heißt das. Fuck, Alter. Ey, ich bin so wack mit Songtiteln, merke ich gerade. Ist von Outcast? Sorry, Miss Jackson. Nein. Doch Outcast. Miss Jackson. Okay, das war's aber auch schon. Ja, schon. Oh, Mensch. Liebe Freunde, das war das Ende. Und hier ist der Punktestand. Boah, hat er wieder gewonnen, ey. Das ist so unmöglich. Ich gucke das gar nicht zu Ende, weil ich einfach nur noch sauer bin.